Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, wir werden einmal die Kachel hier kaufen. So. Wie sieht's mit dem Land aus? Einmal flach machen. Obwohl, muss es flach sein? Ich kann auch den Punkt hier nehmen. Also flach schon, aber muss es auf einer Ebene mit der Stadt sein? Das wohl eher nicht. So. Ja, ein paar Waren brauchen wir hinten. Bisschen was verkaufen. Bisschen glätten hier noch. Bahnlinie für noch ein Stück weiter und gehen dann hier runter. Ja, passt einigermaßen. So, Zentrum des Ganzen muss natürlich der Bahnhof werden. Jetzt wünschte ich, wir hätten das hier hinten angeschlossen. Damit wir von hier aus nochmal rüber gehen können. Oh, das wäre aber so viel Arbeit. Wir machen hier eine Kurve, bauen hier noch einen Bahnhof hin und gehen dann hier hin vielleicht. Oder? Nein, 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 nein. Wir entfernen mal das hier. So. Wir bauen hier eine Kurve ein. Das würde sogar gehen. Nein, machen wir nicht. Ach, rückgängig mach Knopf. Wo bist du, wenn man dich braucht? Dann bringen wir dich mal hier hin. Und führen dich hier außen rum. So einigermaßen. Haben wir. Ja, wir haben doch einen U mit Bahn, Bahnhof. Also U-Bahn und Bahn. Ich würde dich gerne auf den Boden wiederbringen. Der auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Da. Mit Straße dazwischen. Dann müssen wir dich hier reinbauen. Das passt alles nicht. Dich könnten wir dann hier reinbauen. Dann entfernen wir hier ein bisschen was. Das ist auch nicht so schön. Bauen wir dich hier hin. So. Findet ihr gut und kacke zugleich. Das Gelände hier glätten wir einmal.
Nein, das gleich mir erstmal an. Und jetzt glätten wir es. Nein! Falscher Knopf. So. Kriegen wir alles wieder hin. Kriegen wir alles wieder hin. Alles wird wieder in Ordnung sein. So. Ob das so schön ist, ich weiß ja nicht. Machen wir aber mal, da muss ja nicht viel hin. Ich weiß nicht. Lass mir mal weg. Das geht ja einfach nur darum, dass die Bahn benutzt werden kann. So, jetzt muss ich nur mal schauen, was wo ist. Ich glaube, das ist Bahn und das ist U-Bahn. Mal schauen, wo wir es anschließen können. Hier können wir nicht anschließen, aber hier können wir ja direkt. Sehr schön. Also gehen wir jetzt wieder runter eine Ebene und führen das Ganze einmal hier längs. So. Und hier mal ran. So, für die U-Bahn gehen wir direkt einmal unter die Erde. Machen wir jetzt schon mal. Dann ist es schon mal da. So. Aber das ist jetzt nicht relevant. Zeit können wir weiterlaufen lassen. Wasser hast du, sehr schön. Und wir führen die Bahn noch mal ein Stück hier weiter. Dann wird hier ein Bahnhof mit Frachtbahnhof. So als Zentrum des Ganzen sein. Vielleicht machen wir auch einen Bus, machen wir hier nicht hin. Also keinen Busbahnhof. Nehmen wir einfach mal eine schöne Industriestraße. Wir machen erstmal provisorisch hier eine Straße lang. So. Da machen wir von hier aus eine. So. Gut. Das führen wir hier durch und da raus. Sehr schön. Dann machen wir hier eine Straße längs. Einen Frachtbahnhof dran. So. So passt das. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Frachtbahnhof ist da. Wasser ist natürlich nicht da, Strom ist nicht da, der meckert rum, klar. Ja, wen fällt das auch auf? Das gehört dahin. So, dann mache ich hier mal eine Straße erstmal längs. So. Und dann verschieben wir ihn gleich mal hier hin.
So. Okay, passt. Ja, hier soll der Bahnhof hin. Der soll hier nicht hin. Lass mir erstmal den Bahnhof im Bahnhof sein. Und kümmern uns hier um die Straßen. So, da ist der Bahnhof. Ich überlege, das wäre natürlich totaler Kollaps, aber mit Bahnschranke. So, das Ganze zu machen. Und dann einmal hier anschließen. Und dort. Sorgen wir einmal mit Strom und Wasser schnell. Von hier können wir Strom holen. Sollte jetzt haben. Und jetzt können auch noch mal Waren geliefert werden. Klar ist, wir brauchen noch mal eine Umgehung. Du hast keinen Strom. Okay. Nein. Das geht leider nicht. Die müssen wir auch noch wegmachen. Wir machen das von hier. So hat auf jeden Fall Strom. Und so können wir hier Waren reinliefern, die nicht abgeholt werden können, weil das nicht angeschlossen ist. So. So passt es aber. Dann gehen wir hier nochmal rein. Kreuzung, Ampel aus. Ja, passt schon. Hier nochmal aus. Die kleinen Seitenstraßen brauchen keine Ampeln. So. Hier auch noch. Ja, aber es läuft schon. So. Da muss auch nichts. Dann mach mir lieber von hier ein Stoppschild. Das hier kommt auch weg. So, ich glaube, ich habe dann alles jetzt, was ich hier wegmachen möchte. Okay, die fahren hier durch. Da ist keine Umgehung. Was soll's?
Ist auch nicht so wild. Ich hoffe mal, dass die auch Waren liefern für die ganzen hier. Vielleicht wäre es dann besser gewesen, den hier ranzumachen und da einfach durchgehen. Ja. Ich glaube, der hier ist, der ist unnötig. So, aber die Verbindung ist richtig. Ja, so passt das. Der muss aber durch, jetzt kann der fahren. Es ist bloß sehr viel, was hier durchfährt. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber die Verbindung ist scheinbar sehr beliebt. Ja, da kommt ohne Ende lang. Das ist gut. So, wie sieht es hier in den Städten aus? Das ist schon auf 5. Sehr schön. Hier hinten. Hier gehen die auch auf 5. Das gefällt mir. Nicht alle, aber so die ersten sind dort. So muss das Ganze gehen. Und hier wird es auch noch so kommen. Okay, das ist was anderes. Das auch. Da, Wohngebäude wird schon größer. So. Da müssen wir noch eine Linie lang machen. Und hier wollten wir Industrie machen. Ob es denn jetzt noch nötig ist? Jetzt wird es ja besser mit Waren versorgt. Weil eigentlich brauchen wir nur Wohngebiet wieder mal. Das wird die ganze Zeit gesagt. Immer nur Wohngebiet. So. Ja, U-Bahn-Stationen fehlen auch noch. Und der Friedhof. Ich finde es ja mal unglaublich, was hier alles langfährt jetzt. Es sollte hier wahrscheinlich eine Abzweigung geben, nicht da vorne. Und da holen sie sich ihre Sachen. Schauen wir einmal mal, ob die überhaupt dazu kommen, darüber zu fahren. Weil der Bahnverkehr ist echt übel gerade. Und da könnte sich ein Tunnel lohnen. Die Schranke geht gar nicht mehr hoch. Ein Zug nach dem anderen fährt hier lang. Schauen wir mal, wo die überhaupt herkommen. Da vorne, ja. Hier fahren die alle. Da nicht genügend Käufer für Produkte. Das wird sich hoffentlich ändern. Da halten Züge ja an und fahren hier wieder weiter. Und die Züge fahren dort längs, kommen von hier. Da gibt es keine Umgehung. Das ist ein Problem. Ja, hier muss eine Umgehung rein. Wo ist der nächste Bahnhof? Da kommst du raus. Von hier. Da wird einer voll beladen und fährt dorthin. Vom Hafen. Ich habe eigentlich immer gehofft,
dass sie hier eher abfahren, aber scheinbar kommt von hier die Masse. Okay. Da fehlt eine Umgehung. Die bauen wir einmal rein. Einmal so. Runter. Rüber. Und ran. Sehr schön. Jetzt sollte sich das geregelt haben. Nein. Ist es nicht verbunden vielleicht? Doch, es ist verbunden. Aber ihr wollt lieber warten, statt die Umgehung zu nehmen. Ja, muss ich nicht verstehen. Aber egal, die Umgehung ist da. Das geht natürlich ums Tempo. Es ist schneller. Oh, jetzt nehmen sie es. Sehr schön. Der Güterzug hier. Aber das soll es dann jetzt auch von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann machen wir hier das anders. Tschüss.